Wir konzentrieren uns hier auf die Jahre 1935 bis 1945 im Schwerpunkt, weil das eine ganz besondere Zeit im Leben, auch im Wirken von Diesel Karlstadt war und weil wir dazu einen neuen Quellenschatz haben. 139 Briefe und Postkarten, die Liesel Karlstadt an ihre Freundin Norma Lorenzer geschrieben hat und wo wir ganz persönliche Einblicke in das Innerste von der Liesel Karlstadt bekommen. Mit all den Informationen aus den Briefen und dieser Ausstellung im Hintergrund, wie würden Sie die Liesel Karlstadt denn beschreiben? Die Liesel Karlstadt war eine sehr, auf der einen Seite sehr ernsthafte, auf der anderen Seite eine sehr humorvolle und lustige Person, die eine enorme Fähigkeit hatte, sich anzupassen an alle möglichen, also auch im Privaten, sich anzupassen an alle möglichen Herausforderungen und eigentlich trotz aller Verzweiflungen, die es in ihrem Leben immer wieder gab, eigentlich immer versucht hat, das Beste aus dem Leben zu machen. Also wir haben bis jetzt nicht so persönliche Einblicke von ihr. Das hat es bis jetzt so nicht gegeben. Zum Beispiel auch, dass sie sich ganz deutlich zu Karl Valentin äußert, wie es ihr in dieser Zeit mit ihm geht. Da gibt es dann Karten aus Berlin, die sie an Norma schreibt, wo draufsteht, Valentin ist schwierig, Gott sei Dank ist es bald vorbei. Oder dass er eigentlich kaum auszuhalten ist, wie er sich benimmt. Diese Briefe sind natürlich sehr persönlich. Und wir haben natürlich hier in der Sammlung zum Beispiel die ganzen Bühnenalben. Und wenn man jetzt sozusagen diese Ereignisse mit diesen Briefen vergleicht, dann kommen natürlich da neue Erkenntnisse zustande. Und wir haben zum Beispiel ein Foto in der Sammlung gehabt, da sieht man die Liesel Karlstadt mit einer sehr großen Wunde. Und wir haben uns immer gefragt, woher kommt diese Wunde? Und dann schreibt sie immer an die Norma Lorenzer, dass sie Wunden hat an den Beinen, die nicht zuheilen wollen. Und dass es ewig dauert. Und dann stellt sich, dann hat sich durch Zufall haben wir dann auch herausgefunden, dass sie 1939 eine Blutvergiftung hatte. Es beginnt auch beruflich zu kriseln, weil die Bühnen der beiden, wo sie auftreten, schließen. Also es werden immer weniger, die sogenannten Volkssängerbühnen, das sind die Bühnen des Duos Valentin Karlstadt, Liesel Valentin Karlstadt, und die werden immer weniger. Und gleichzeitig hat Valentin eine Geliebte. Und all das zusammen führt zu einer schweren Nervenkrise bei der Liesel Karlstadt, die dann eben in diesem Selbstmordversuch ihren Gipfel findet. Wo kommen denn all diese Briefe her? Aus Amerika in dem Fall tatsächlich, denn die Tochter von der Norma Lorenzer, an die die Briefe adressiert sind, ist nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert nach USA und hat diesen Schatz ihrer Mutter mitgenommen. Sie selber hat ein sehr enges Verhältnis zu Liesel Karlstadt gehabt als Kind. Das war wie so eine Tante für sie, zu der sie in der Früh ins Bett kuscheln durfte. Und diese Briefe hat sie 2006 hier ins Museum gebracht. Vielleicht schon wissend, dass sie krank ist. Sie wurde dement und ist inzwischen leider auch verstorben und hat ihn hier übergeben mit den Worten: Ich gebe Ihnen den Schatz meiner Kindheit. Wir haben ihn ein bisschen gehütet und jetzt präsentieren wir ihn der Öffentlichkeit hier in der Ausstellung und vor allen Dingen auch in einem Buch mit dem gleichen Titel, das Andreas Koll und ich dazu geschrieben haben. Das Besondere an diesem Buch ist, dass dieser Blick auf die Liesel Karlstadt und somit auch auf den Karl Valentin, aber auch auf diese Zeit, ja, dieser 30er Jahre, ja, doch hier ein sehr spezieller ist. Und dass man erfährt auch zum Beispiel Dinge aus dem Krieg, wie es der Liesel Karlstadt im Krieg, wo sie dann keine Schauspielerin mehr war, also wie es den Menschen in München während dieser Bombardierungen gegangen ist. Auch solche Aspekte finden sich in diesem Buch wieder. Das beschreibt halt einfach auch diese Zeit.